Früher hat er das Klagelied einer Bank geschrieben. Jetzt wird er selbst hier auf der Galerie ausgestellt. Frankfurts wichtigster Stadtdichter in einer Sparkasse. Passt das? Eine Sparkasse ist gegründet worden, um einfachen Menschen die Möglichkeit zu bieten, Geld anzusparen, ihr Geld zu verwalten. Und das passt natürlich auch zu Friedrich Stolze, der ja immer der Vertreter des kleinen Mannes war. Ein Sprecher des einfachen Bürgers war Stolze also und ein Kämpfer für die Republik. Petra Breitkreuz hat für die Ausstellung vieles zusammengetragen, was in der Heimatstadt Stolzes in Vergessenheit geraten ist. Denn oft wird der Dichter eher mit Frankfurter Gemütlichkeit verbunden. Das liegt auch an seinem berühmtesten Gedicht. Es ist keine Stadt auf der weiten Welt, die so mir wie mein Frankfurt gefällt. Und es will mir nicht in der Kopf rein, wie kann nur ein Mensch nicht von Frankfurt sein. Mario Gesiatz tritt seit über 20 Jahren als Stolze-Rezitator auf. Für ihn ist Friedrich Stolze schon immer mehr als nur ein Mundartdichter. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man zu wenig Bild von Stolze hat in dieser Stadt. Ja? Also, und die Menschen, die ihn kennen, die kennen auch den politischen Satiriker und liebe den auch. Mit seinen Texten und Zeichnungen kämpfte Stolze für Pressefreiheit und Menschenrechte. Er mischte sich ein und träumte von einem vereinten Deutschland. Vor 200 Jahren wurde er in der Altstadt geboren, als Sohn eines Gastwirts, der geheime Demokratentreffen organisierte. An das Gebäude erinnert heute nur noch eine Tafel. Kein einziges der 24 Häuser, in denen Stolze wohnte, steht mehr. Petra Breitkreuz kennt dennoch Orte, die zu seinen Lebzeiten bedeutend für ihn waren. Die Ausstellungsmacherin organisiert Führungen auf den Spuren Stolzes. Das ist der Dom, den Friedrich Stolze nur den Patthorn genannt hat. Er hat hier als Kind die Glocken geläutet. In der Paulskirche tagte 1848-49 das erste deutsche Parlament. Friedrich Stolze gehörte zu den Zuschauern, die den Einzug der Abgeordneten hier beobachtet haben. Hier stand früher das Stolze-Denkmal. Es wurde 1895 von den Bürgern der Stadt für ihren Lokalpoeten errichtet. Wertschätzung für einen, der sich nie zu schade war, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. 2018 soll es erneut aufgestellt werden, in der nachgebauten Altstadt. Dann zieht auch das Stolze-Museum von der Sparkasse hierhin, ins Zentrum Frankfurts. Stolze liebte seine Stadt, kritisierte sie aber auch. Mit spitzer Feder benannte er die Probleme seiner Zeit, wie die teuren Hauspreise. Strophen, die erstaunlich aktuell klingen. Vor allem, wenn man sich die Luxusimmobilien im Westhafen anschaut. Was bin ich kreuz und quer, Gott war's rumgelaufen. Und fand ich etwas leer, da war's nur zu verkaufen. Und was ich kaufen möchte, das war nur zu vermieden. Und wenn den Preis mehr frägt, ist gar nicht drauf zu bieten. Wohnungsnot, Antisemitismus, Bankenkrisen. Themen, die Stolze in seinem Hauptwerk anprangerte. Der Satirezeitschrift Frankfurter Latern. Fast 1400 Ausgaben brachte er in 30 Jahren heraus. Sein Ziel, die Machenschaften der Obrigkeit zu entlarven. Wo Heuchelei des Pudels Kern und die im Dunkeln munkeln gern. Kurzum, wer Schlechtes nur bezweckt, dem wird ein Lichtlein aufgesteckt. Und wer noch traget stolz sein Haupt, wenn er auch Bettler wäre und noch an Menschenwürde glaubt und noch an Mannesehre. Wer Freiheit noch im Schilde führt, wen Schönheit noch und Unschuld rührt, der strahlt als Vorbild und als Stern, als größtes Licht in der Laterne. Er ist zu Haftstrafen verurteilt worden, denen er sich allerdings immer entziehen konnte. Aber er hat sehr häufig Geldbußen bezahlen müssen und die waren heftig. Also da konnte eine Bismarck-Beleidigung praktisch 3 Monate Miete ausmachen. Viel Geld für Stolze, der 12 Kinder ernähren musste. Doch unerschrocken veröffentlichte er immer wieder Karikaturen von den Mächtigen seiner Zeit. Vor allem auf den Reichskanzler Otto von Bismarck hatte er es abgesehen. Der galt als wenig humorvoll und drohte mit Strafanträgen. Warum ist Stolze, der politische Kämpfer, in Vergessenheit geraten? Durch den Nationalsozialismus. In dieser Zeit hat man ihn wirklich als völkischen Dichter, ja, volkstümelnden Dichter betrachtet und hat diese ganze demokratische Seite von ihm hat man einfach weggelassen.
Ja, das passte nicht zur nationalsozialistischen Ideologie dazu. Es ist Zeit, ihn neu zu entdecken. Auch mit ungewöhnlichen Klängen. Die Bornheim Bombs und die Bernheimer Goldkehlchen haben Stolzes Gedicht Der Komet vertont. Als Rockversion für einen Wettbewerb. Er war ein Freigeist, ein Querdenker. Und so sehe ich ihn heute auch. Ich glaube, er würde heute auch vielleicht sehr breit aufgestellt, von politisch vielleicht auch bis lyrisch, musikalisch. Und ich dachte, vielleicht würde er sogar eine Punkband spielen, wer weiß. Zumindest würde er anecken in seiner Heimat. Friedrich Stolze ist mehr als ein Mundartdichter. Ein Freiheitskämpfer, ein radikaler Demokrat. Der erste wichtige Satiriker Frankfurts.